Fujis XH-Serie ist weniger populär, zumindest gefühlt, als die weitaus bekanntere XT-Serie mit solchen Kameras wie der XT3 oder XT4 und jetzt auch bald deren Nachfolger. Aber es gibt schon eine ganze Weile die Fuji XH1, auf die viele, die mit Fuji Video machen, schon lange schwören. Und da Fuji nun mit der XT-Serie mehr in Richtung Foto geht, zumindest gefühlt, ergibt es nur Sinn, dass Fuji nun mit den neuen XH-Modellen im Videobereich für alle Hersteller im APS-C-Bereich ernstzunehmende Konkurrenz an den Start gebracht hat. Dank Fuji Deutschland und Foto Universal habe ich die XH2 für kurze Zeit in die Hände bekommen und konnte mal ein bisschen damit rumspielen. Wobei ich sogar eine kleine, klitzekleine Videoproduktion meinerseits damit durchgezogen habe. Die zwei wesentlichen Selling Points oder Verkaufsargumente der XH2 sind zum einen natürlich der 40 Megapixel APS-C-Sensor. Das ist der höchste Pixel-Count im APS-C-Bereich auf dem ganzen Markt im Moment. Und zum anderen 8K-Video. Wobei die XH2 neben 8K eine ganze Reihe anderer fantastischer Video-Features und Modi mitbringt, die sie zu einem wahnsinnig kleinen Powerhouse machen. Hinzu kommt, dass die Autofokus-Performance trotz dieses hohen Pixel-Counts, der 40 Megapixel, hervorragend ist. Also die XH2 hat wirklich Dampf unter der Haube, aber gucken wir uns zunächst mal die Haube ein bisschen genauer an. Als erstes fällt mal auf ein schönes großes Top-Deck-Display. Dann haben wir, wie bei Fuji üblich, den Knopf zum Umschalten zwischen Sensor, Sucher und Display rechts am Gehäuse des Suchers. Dort befindet sich auch der Knopf fürs Zuschalten der Beleuchtung des Top-Deck-Displays. Das Moduswahlrad bietet 7 Custom Modes, beziehungsweise 7, sagen wir mal, Benutzerprofile. Und das braucht man auch, wenn man die Kamera schnell in unterschiedlichen Konfigurationen benutzen will. Allein die angebotenen Videomodi würden diese Custom Modes schon ausschöpfen, wenn man es so wollte. Ansonsten ist das Knopflayout wie gewohnt von Fuji. Wir bekommen ein solides Tilt-Swivel oder Variangle-Display für den Videobetrieb. Hätte ich auch nichts anderes erwartet oder akzeptiert. Inputs und Outputs. Exakt, was man so braucht. USB-C für Datenübertragung und Akkuladen. 3,5 mm Klinke rein für ein Mikrofon. 3,5 mm Klinke raus für Kopfhörer. Damit weiß man auch, was man für Ton aufnimmt. Full-Size HDMI-A für externe Monitore, Recorder und Displays im Allgemeinen. Auf der anderen Seite finden wir oben den Anschluss für den Fernauslöser und die Speicherkartenschächte. Einmal SD UHS-II und einmal CF Express Typ B. CF Express ist auch dringend notwendig für die Videomodi, welche die XH2 bietet. Datenraten von 1700 MB lesen bis zu 1300 MB schreiben, was noch wichtiger ist, sind eben absolut notwendig, wenn man mit interner ProRes HQ-Aufzeichnung 8K-Video und H265-Video mit Datenraten bis zu 720 Mbit um die Ecke kommt. Ihr merkt schon, wir wären jetzt also im Videobereich. Hier haben wir quasi wirklich alles, was das Herz begehrt. Über HDMI können wir RAW aufnehmen, sofern wir den passenden Recorder haben. Für Apple ProRes RAW benötigen wir einen Recorder aus dem Hause Atomos. Für Blackmagic RAW natürlich einen von Blackmagic Design. Das habe ich nicht getestet, da mein PC für einen RAW-Workflow nicht ausgelegt ist. Der ist dafür leider viel zu schwach. ProRes HQ 422 oder LT lassen sich allerdings intern auf die CF Express-Karte aufzeichnen, was einfach der Wahnsinn ist. Man braucht für diese Wahnsinnsqualität, die man da rauskriegt, keinen externen Recorder mehr. Das ist brutal. Wer 8K 30p oder 6,2K 30p aufzeichnen will, muss das mit dem H265-Codec tun, der sehr hardwarehungrig ist, heißt einen sehr leistungsfähigen Rechner zur Bearbeitung benötigt. Oder dann mit ProRes, was je nach Projekt eben Unmengen an Speicherplatz erfordert, aber dafür weitaus einfacher zu bearbeiten ist. Darunter, also alle 4K und Full HD Videomodi bis 60p, bieten sowohl H265 als auch den gebräuchlicheren und weniger hardwarehungrigen H264-Codec. Des Weiteren glänzt die XH2 auch mit DCI bei Full HD und bei 4K, wo wir dann zum Beispiel ein echtes 4K-Signal mit 4096 x 2160 Pixeln und einem Seitenverhältnis von 17 zu 9 bekommen. Dann gibt es die sogenannten HQ-Modi für 4K und 4K DCI. Diese ermöglichen Bildraten bis zu 30p, also keine 60p, sind dafür aber runtergerechnet von 8K. Und dieses sogenannte Oversampling, dieses Runterrechnen, führt zu einem knackscharfen Bild mit extremer Detailschärfe. Das ist natürlich etwas, was die Landschafts-, die Architekturfilmer sehr freuen wird. Wer mehr als die doppelte Zeitlupe braucht, der kann den High Framerate Modus aktivieren und Full HD intern mit bis zu 240p aufnehmen und extern über HDMI mit bis zu 120p. Wobei dann die interne Aufzeichnung wegfällt. Warum das generell so gehandhabt wird, das muss mir noch einer erklären, aber gut, intern 240p
Das reicht ja eigentlich schon. Also im Videobereich haben wir wirklich ein äußerst reichhaltiges Angebot an Möglichkeiten. 12-Bit RAW, 10-Bit ProRes, 10-Bit H265, nur 8-Bit H264, 8K30, 6,2K30, 4K60, DCI30, Full HD 240, HLG, F-Log. Also es mangelt eigentlich wirklich an gar nichts. Vorne an der Kamera hatte ich übrigens das neue Fuji XF1820 F4, ein kompakter Powerzoom mit konstanter Blende 4. Es wurde eigentlich speziell für den Gebrauch im Videobetrieb konzipiert, hat mir aber auch gute Dienste als Fotoobjektiv geleistet. Es ist knackscharf, der Autofokus ist schnell. Insofern war es eine gute Erfahrung. Falls ihr euch schon gefragt habt, ob da jemand hinten aus Versehen zweimal in die Kamera gebohrt hat oder ob es vielleicht ein Vor-Vor-Vor-Produktionsmodell ist, ihr dürft beruhigt sein, da wird das optionale, wohl separat erhältliche Kühlelement rangeschraubt. Aktiv, passiv, ich weiß es nicht. Im Menü ist es schon anwählbar. Ich kann dazu aber nichts weiter sagen. Ich wüsste zu gern, wie es aussieht, wie es funktioniert, wie laut oder leise es ist. Aber dafür gibt es noch keinerlei verbindliche Informationen. Aber cool, habe ich noch nicht gesehen. Auf der Seite der Fotografie machen die 40 Megapixel auf dem APS-C-Sensor natürlich ordentlich was her. Zudem ist das Rauschverhalten erstaunlich gut bei so kleinen Pixeln. Ich war einfach mal kurz im eigenen Garten unterwegs und habe ein paar Bilder gemacht. Besonders positiv aufgefallen sind natürlich gleich die Fuji-Farben. Da all die wissen schon, wie es geht. Schon seit der X-T30 damals bin ich begeistert von der Farbverarbeitung oder der Color Science bei Fuji. Und da bin ich auch nur einer unter echt vielen. Das nächste war die Auflösung und die Detailschärfe. Die XH-Serie steht vielleicht auch deshalb etwas im Hintergrund, weil bislang die X-T-Serie mit beispielsweise der X-T4 eine hervorragende Hybridkamera hervorgebracht hat, die sowohl Foto als auch Video mehr als passabel abdecken konnte. Die XH-Serie war von Beginn an mehr auf Video fokussiert, dafür konzipiert. Alles in allem ist die XH2 ein Powerhouse, nicht nur gemessen am Preis. Für wen ist die Kamera also was? Sagen wir mal, wer wirklich im Videobereich hoch hinaus will, der wird um die XH-Serie generell gar nicht rumkommen. Wenn es 8K-Video sein soll, dann die XH2. Wer auch mit 6K leben kann und dafür 4K 120p haben will, der muss zur etwas teureren XH2S greifen. Wer jetzt im Fotobereich unbedingt 40 Megapixel haben will, der könnte sich auch die X-T5 angucken, bekommt hier allerdings kein Tilt-Swivel-Display, kein 8K-Video, kein 4K 120p, kein ProRes und einen viel kleineren Bild-Zwischenspeicher. Wer das aber alles nicht braucht, bekommt mit der X-T5 trotzdem im Fotobereich seine 40 Megapixel, den exzellenten Autofokus, die exzellente Motiverkennung und das hervorragende Rauschverhalten. Wenn es aber die derzeit beste Hybridkamera im Fuji APS-C-Bereich sein soll, der wird sich die XH2 ganz genau angucken. Denn der bekommt im Foto- wie im Videobereich die absolute Dröhnung. Unter Vorbehalt, dass dieses Kühlelement sehr gut funktioniert. Das war's von mir. Mein Name ist Marc, hier für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt uns einen Kommentar, gebt uns ein bisschen Feedback, das hilft unserem Video, unserem Kanal und vor allem hilft uns beim YouTube-Algorithmus. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, lasst ein Abo da. Wir freuen uns. Schaut auch mal im Internet vorbei unter www.fotouniversal.de oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Mich selbst findet ihr unter www.mark10provideo.de, auf Instagram unter @mark10provideo. Bis dahin, Leute, macht's gut!